Wir würden Zuspruch erhalten, weil wir Rechtsextremisten seien. Frau Jolige und sehr geehrte Damen und Herren, wir erhalten Zuspruch, weil wir die einzige Partei im Land sind, die einzige relevante Partei, die den Verstand nicht verloren hat, die den Verstand vertritt in Fragen der Energiewende, die den Verstand bewahrt hat in Fragen der Energiewende, der Bildung und eben auch der Migration. Und ich erinnere, Brandenburg hat im Jahr 2022 über 40.000 Migranten aufgenommen und in diesem Jahr werden es etwa noch mal 20.000 Migranten sein. Jeder Migrant kostet, um eine Zahl zu nennen, die relevant ist, Frau Jolige, 45.000 Euro. Jeder Asylant kostet 45.000 Euro pro Jahr. Das sind Zahlen der hessischen Kommunalverbände und des Brandenburger Städte- und Gemeindebunds. Multiplizieren Sie mal die 60.000 oder die 50.000 mit 45.000. Da kommen Sie auf Beträge von 2 bis 3 Milliarden und der Bund will 7.500 Euro pro Migrant liefern. Da ist völlig klar, das Land kann nicht mehr. Es kann finanziell nicht mehr, Brandenburg wie andere Bundesländer. Wir haben die Kapazität nicht mehr. Es gibt keine Wohnungen, es gibt keine Polizei, es gibt keine Krankenhäuser und wir haben jede Menge an Kriminalität. Und die AfD ist die Partei, die das benennt. Und die AfD ist die Partei, die Druck aufbaut, dass sich diese unhaltbaren Zustände ändern. Und darum ist es Ausdruck von Rationalität und Ausdruck von Verantwortungsbewusstsein, wenn die Menschen sich der AfD zuwenden und ihrer irrationalen und schädlichen Politik ein Ende machen.